Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und ja, wieder ein Set von dem lieben Logok. Und mal sehen, was er für ein Team heute nimmt in der Superliga. Hornweisel wäre natürlich krass, aber Radikal ist schon mal vorne. Gengar sehen wir. Interessant. Was wird noch kommen? Gengar. Und Knuddeluff. Interessantes Team. Alola Radikal, Knuddeluff und Gengar. Bin mal gespannt, was da so abgeht gleich. Battle Starting. Tyler Durden 44 ist sein Gegner. Ein Knackrack. In der Superliga, interessant. In der Superliga ist das natürlich nicht so gut, ne? Ja, das würde ich auf jeden Fall schildern. Erdkräfte, okay. Ah, er kann leider nicht runterfahren. Ja, das ist schon mal krass, einen Knackrack in der Superliga zu sehen. Erdkräfte, ja, überlebt er. Und jetzt hat er gut Energie. Für egal, was eigentlich kommt, ne? Ein Flunschlick. Ah, Flunschlick ist schwierig für sein Team, ne? Welches ist es denn? Was ist das für ein Flunschlick, ja? Der Gegner setzt Steinhagel ein, okay. Steinhagel war klar. Womit geht er jetzt rein? Im Gegner, ja, da wäre ich auch reingegangen. Er geht für die Extra-Attacke. Genau, einsetzen würde ich jetzt. Ich würde versuchen, vielleicht den Steinhagel auf Knuddeluff abzufangen. Gegner schildert auf jeden Fall. Ja, okay, er hat zwar nicht abgefangen. Aranestro. Das ist aber nicht so schlimm. Weil Käferattacken werden hier resistiert. Es werden Käferattacken bei Gengar resistiert. Ja, da hätte der Gegner auf Blutstrahl gehen müssen. Das ist noch nicht over. Mit Charme kann er jetzt den Gegner noch kaputt bringen, ne? Steinhagel reicht nicht aus. Glaube ich, gegen Knuddeluff, ne? Okay, er geht aufs Erdbeben, aber dann finde ich Gengar jetzt, ne? Los, Gengar. Bam. Krass, trotzdem noch gewonnen, ja? Aranestro war echt ein glücklicher Zufall für unseren lieben Logok. War natürlich kein Gegner für Knuddeluff oder hier Gengar. Aber der Gegner hätte da auch auf Blubstrahl lieber gehen sollen. Weil, ja, die Käferattacke wird halt resistiert. Blubstrahl hätte den Angriff gesenkt von Knuddeluff. Und der wäre bestimmt zweimal zu Blubstrahl gekommen, wenn ich mich nicht geirrt hätte. Oh, Rexblizzard. Rexblizzard sieht man leider seltener jetzt. Moserade gegen Gengar, ja. Muss er auch schon chillen, genau. Weil Gengar ist natürlich auch eine Glaskanone. Der Feuermethode. Ah, ich hätte eingesetzt. Zumindest einmal. Und dann runtergefarmt. Weil wenn jetzt ein Unlichtmann reinkommt, bringt die Energie nichts. Weil sie was reinkommt. Okay, Gastrodon. Wildes Zeug wird hier gespielt. Gastrodon wird auch gleich geschildert. Oh, Gastrodon hat auch eine fiese Sofortattacke, glaube ich.
Oh, schade, ging leider nicht mehr durch quasi. So, Gastrodon hat doch bestimmt Erdbeben und sowas. Auch Erdkräfte, okay. Ah, ich wäre ich für die Normalattacke gegangen, die hätte mehr gezündet. Genau, jetzt im Tulluf, da wäre ich jetzt auch reingegangen. Und Rexbiga ist noch da. Ne? Aber die Charme tun einen Rexbiga schon weh. Er holt auch zur Attacke aus. Ja, das wird noch spannend. Kommt drauf an, wie viel jetzt ein Energieball macht. Ja, ist überlebbar. Ich glaube, der Gegner muss einsetzen. Ah, oh, so knapp. Ja, oh, knappes Ding, knappe Kiste. Schade. Den Sieg hätte ich den lieben Logok auf jeden Fall gegönnt. War echt haarscharf. Aber ja, so ist halt Pokémon Go, ne? Es sind halt viele spannende und knappe Kämpfe. Aber wenn ihr auch ein Video von mir kommentiert haben wollt, einfach bei Telegram anschreiben, mir Sets zuschicken. Ich mach das schon. Kann aber nicht versprechen, dass es sofort passiert, weil ich mache ja auch meine eigenen Kämpfe und so. Deswegen Geduld. Und wenn ihr sowas nicht verpassen wollt, einfach ein Abo und ein paar Likes da lassen. Und wir sehen ein Fiaro gegen das Radikal. Ja. Hier würde ich auf jeden Fall schilden. Genau. Könnte ja der Sturzflug sein. Ist aber nicht geladen. Ist aber okay. Gegner geht raus, was interessant ist. Jetzt kann er ja knuddeln. Okay, das braucht er nicht schön. Das ist nur ein Eishieb oder Steigungshieb. Genau, so macht das der Logo richtig. Ein Eispunch. Ja, der macht nicht viel. Ah, ich hätte es nicht geschildert. Ich hätte es tatsächlich nicht geschildert. Der Gegner kann schon wieder wechseln, ne? Ich glaube es ja nicht. Aber hier würde ich gleich natürlich in Gengar gehen. Aber der Gegner schildert einen Knüller. Und setzt hier noch ein, was perfekt ist. Der Gegner hat aber auch nicht die Gift-Sofort-Attacke. Das. Die Giftattacke, ja. Genau, jetzt ein Gengar. Das überlebt leider. Das war nicht gut. Ich wäre nicht rübergegangen. Ja, weil hier ja auch gleich bei Attacke ist. Ja. Deswegen, ich hätte Knuddelduft wahrscheinlich nicht geschildert, aber ja, er hat auch sehr lange nicht mehr gespielt, muss man natürlich sagen. Er muss da auch erstmal wieder in die Materie reinkommen. Außerdem kennt man ja auch das gegnerische Team nicht vorher. Aber ja, ich wäre lieber drin geblieben. Hätte, Dingskirchen, wie heißt es? Aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich hätte es runtergefarmt, auf jeden Fall. Das Ariados, weil die Attacke hätte er doch bestimmt überlebt. Die Käferattacke mit Gengar, oder? Gift. Warte mal. Geist resistiert Käfer. Resistiert Gift auch Käfer? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. So. Ja, wohl, Nona macht schon echt Druck. Gegen das Kanto wohl, Nona habe ich auch schon so oft gekämpft. Und
Irgendwie ist gerade die Aufnahme ein bisschen abgeschmiert bei mir. Ich glaube, das könnt ihr nicht sehen. Ja, das kann... Oh, er geht da rein. In die Fee. Problem ist, Gengar macht da nichts gegen, weil keine Giftattacke hat. Das ist ein Knuddelluft. Da ist auch Spukball die bessere Wahl. Die macht übrigens ein bisschen mehr Schaden. Und der Gegner schildert es. Warum? Warum schildert der einen Spukball? Wird doch resistiert. Ah, stimmt. Ja. Hätte ja auch eine Matschbombe sein können. Ja. Da habe ich jetzt falsch gedacht. Ja, das muss er jetzt schilden. Eisstrahl. Ne? Und das Vulnona ist aber auch noch richtig ätzend. Das kann er doch eigentlich nicht mehr schaffen, oder? Nee. Wobei, wenn er das jetzt überleben würde, würde ich jetzt in Radikal gehen, genau. Runterbeißen, genau. Und hoffen, dass da was Schwaches. Nee, das kann er nicht schaffen. Nein, schade. Schade. Das Quacksel konnte leider runterfahren. Ist ärgerlich. Hätte ja den Knüller rausbringen können. Vielleicht noch die Chance gewesen. Ich weiß nicht, wie viel ein Knüller von Knulluf jetzt macht. Aber wir gehen in den nächsten Fight. Mit Idurka? Gegen Ratika gegen Rundex. Mhm. Boah, das macht aber guten Schaden. So weg. Aquaopitze. Jetzt kommt die nächste. Ja, er wird nicht runterfahren können. Ach. Ekliger Wechsel vom Gegner. Auch. Aber seit 10er frisst trotzdem gut Schaden von den Charms, ne? Oh, und der kriegt einen Knüller raus, was wichtig ist. Ja, und da würde ich gleich in Gengar gehen. Gleich in Gengar. Gengar resistiert, genau, Wechsel runterlassen. Genau, richtige Entscheidung. Weil es könnte auch nur ein Säurespeier sein. Dafür ein Shit-Opfer. Ach, es ist ein Grasmixer, das ist aber auch nicht schlimm. Attacken senken ist doof, aber so könnt ihr ein bisschen mehr farmen. Würde ich schilden. Würde ich knallhart schilden. Und so ein Packs runterfarmen. Genau, jetzt mit Gengar raus. Knirscher, genau. Ja, ich hoffe, das macht Logo. Ah, leider kein Schild gekriegt. Aber Defense Drop. Gegner setzt ein, das ist super. Das heißt, auf zweimal Finsterfaust gehen, maybe. Ja, das sollte reichen, eine Finsterfaust. Er hat ja noch eine. Gengar gewinnt dagegen auf jeden Fall den Ladeattackenleistand. So, Finsterfaust. Und hau jetzt das Sandama weg. Und. Sandama ist weg. Ja, der Sieg gehört ihm. Die Folge geht auch langsam zu Ende. Hat er auch sehr gut gespielt. Also, ja, manches Mal hätte ich persönlich anders gespielt. Aber ja, jeder hat seinen eigenen Spielstil. Mache ich kein Auge drauf. Hat er gut gemacht.
Aber für die Folge soll es das schon mal gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.